Hallo zusammen, ich bedanke mich einmal ganz herzlich für die 10.000 Aufrufe, dass ihr euch meine Videos anguckt und ich hoffe, dass ihr was davon lernen könnt, dass ihr sie eventuell mitsummt in Klausuren oder mündlichen Prüfungen. Auf jeden Fall hatte ich ja versprochen, dass ich für 10.000 Aufrufe noch ein neues Video reinstelle. Ich habe es leider nicht geschafft, einen neuen Song zu schreiben, weil es einfach nur mit dem Studium, mit anderen Dingen, die man noch sonst zu tun hat, nicht möglich ist, jede Woche ein neues Video zu publizieren, zumindest für mich nicht. Und diesmal habe ich mir aber überlegt, dass ich ein Lernvideo mache zu den Aminosäuren, wie man der Überschrift nur unschwer entnehmen kann. Denn Biochemie ist wirklich nicht unbedingt das Lieblingsfach von jedem, auch meins nicht. Und diese Aminosäuren auswendig zu lernen, jeder, der das machen musste, der denkt sich, wie soll ich diese Strukturformel in meinen Kopf kriegen? Und ich stand auch vor dieser Frage, habe das ganze Internet durchforstet und bin nicht unbedingt fündig geworden. Und dann dachte ich mir, ich ändere das mal und mache jetzt mal ein Video, ein Lernvideo zu den Aminosäuren. Wie man die letztendlich sich vielleicht besser merken kann, denn letzten Endes kann das einem keiner nehmen, dass man sie auswendig lernen muss, aber man kann sie vielleicht besser strukturieren. Und ja, Aminosäuren sind wichtig. Schließlich besteht unser Körper und die Proteine in unserem Körper auch aus Aminosäuren, ne? Ja. Und zunächst einmal, die Grundform einer Aminosäure müsste man eigentlich kennen. Das ist eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe am C-Alpha-Atom sowie ein Wasserstoff. Und wenn man jetzt Glycin nimmt, also man hat dann ja jedes Mal noch einen vierten Rest an dem C-Alpha-Atom, und beim Glycin wäre das beispielsweise das ganz normale Wasserstoff. So, das ist jetzt Glycin. So, und wenn man bei Glycin ist, kann man ganz einfach bei Alanin weitermachen. Und zwar sieht Alanin komplett genauso aus wie dann mit der Carboxylgruppe und mit der Aminogruppe und mit dem H. Nur dass als Rest ein CH3 dranhängt. So. Das hier, das zweite wäre jetzt Alanin. So, ich zeichne die Aminosäuren immer so, wie sie beim isoelektrischen Punkt vorliegen, also als Zwitterion mit der deprotonierten Carboxylgruppe, also dem COO-. So, wenn wir bei Alanin sind, dann können wir direkt bei Phenylalanin weitermachen. Da haben wir wieder die deprotonierte Carboxylgruppe, also CO-. Das H und das H3N+. Und anstatt des CH3s haben wir CH2. Und da dran hängt einfach nur ein Kohlenstoffring, bestehend aus 6 Kohlenstoffatomen. Mit seinen typischen Doppelbindungen innerhalb des Rings. Das dritte ist jetzt also Phenylalanin. Phenylalanin sieht ziemlich ähnlich aus mit dem Tyrosin. Und zwar ist das Einzige, was sich ändert beim Tyrosin, ist, dass unten an den Sechserring noch eine OH-Gruppe dran geht. So, die werde ich euch jetzt einmal hier kurz darstellen. Die OH-Gruppe, die ich da unten umkringelt habe, die wurde an das Phenylalanin einfach nur dran gemacht. Und tada, man hat das Tyrosin. So. Als nächstes würde ich weitermachen mit dem Tryptophan. Und zwar hat das Tryptophan wieder einmal die Grundform einer Aminosäure, CH2 erneut. Und da dran hängt aber diesmal kein Sechserring, sondern ein Fünferring. 1, 2, 3, 4, 5. Und an dem Fünferring aber nochmal ein Sechserring. 1, 2, 3, 4, 6. Mit seinen Doppelbindungen und einer NH-Gruppe. So, fertig ist das Tryptophan. Ich werde euch das einmal noch kurz umbringen. So, da ganz an der Seite ist das Tryptophan. Wir haben dieses CH2, wir haben den Fünferring mit der NH-Gruppe,
Wir haben den Sechserring und ja, die Doppelbindungen, die sind immer hier, da, da und da. Muss man halt auswendig lernen. Ist halt echt doof. Ups. So. Als nächstes habe ich mir Histidin gemerkt. Ja, wir zeichnen wieder die Carboxylgruppe, wieder die Aminogruppe. Und wir zeichnen diesmal an das CH2 ein Fünferring erneut und NH bzw. HN. Dann haben wir Histidin. Da wir ja schon bei den Ringen sind, dachte ich mir, so, Histidin, whoop, da. Wir haben hier diesen 5er Kohlenstoffring, wir haben HN, NH, zwei Doppelbindungen an dem CH2. So. Und als letztes in dieser Gruppe, die ich mir gemerkt habe, war Cystein, COO-C. H3N, irgendwann hat man das einfach nur, es geht das ins Fleisch und Blut über. CH2 und an dem CH2, an dem letzten, ist einfach noch Schwefel mit Wasserstoff, also Schwefel SH unten dran. So. Das hier, die schwefelhaltige Aminosäure ist Cystein. So, dann haben wir also jetzt die ersten 7 Aminosäuren gelernt. Wir haben angefangen mit der ganz, ganz einfachen Aminosäure Glycin, sind weitergegangen zu Alanin, über Phenylalanin, Tyrosin, rüber zu Tryptophan mit den 2 Kohlenstoffringen, dann rüber zu Histidin mit dem 5er-Ring und haben geendet mit Cystein, der schwefelhaltigen Aminosäure. So, als nächstes habe ich mir eine Gruppe gemerkt mit 3 Aminosäuren, so dass ich im Prinzip jetzt dieses Video beenden kann mit den ersten 10 Aminosäuren, die wir gelernt haben. So schnell geht das. Und zwar ist das die Gruppe von Valin, Leucin und Isoleucin. Wie sieht Valin aus? Wir haben wieder einmal die Carboxylgruppe an dem C-Alpha-Atom mit dem Wasserstoff und mit der Aminogruppe H3N+. Nur, dass wir nicht CH2 dranhängen haben als Rest, sondern CH. Und an diesem CH sind jeweils noch CH3 2 Stück dran. Das ist Valin. So, ich zeige euch das jetzt auch mal, was ich hier gezeichnet habe. So, und zwar haben wir hier, wie ich gesagt habe, CH anstatt des CH2 oder CH3, was wir gerade da hängen hatten. Und da dran haben wir einmal CH3, beziehungsweise hier H3C geschrieben und noch ein CH3. So, das ist Valin. Valin sieht ziemlich ähnlich aus wie Leucin. Leucin hat auch COO- CH und H3N+. Und zwischen diesem CH und den 2 CH3-Gruppen hängt noch ein CH2 zwischen. Was ich damit meine, das ist bestimmt jetzt gerade überhaupt nicht verständlich, aber ich zeichne das jetzt eben auf, dann werdet ihr das wahrscheinlich verstehen, was ich euch damit sagen möchte. Ich werde das auch markieren, was ich gerade gesagt habe, damit ihr nicht so verwirrt seid, denn ich bin jetzt selber verwirrt von dem, was ich gesagt habe. So, ihr seht jetzt hier, ich habe das extra markiert, dieses CH2 wurde einfach nur hier zwischengesteckt. Denn diese Dreiergruppe, die seht ihr hier genauso, ne? Ist wie so ein V. Deswegen V für Valin, kann man sich das gut merken. Und hier habt ihr auch wieder diese Dreiergruppe.
Nur, dass dazwischen noch ein CH2 zwischengeschaltet ist. Das ist Leucin. Und da Leucin und Isoleucin sich schon ähnlich anhören, sehen sie höchstwahrscheinlich auch ähnlich aus. Nur finde ich sogar, dass Isoleucin Valin mehr ähnelt als Leucin selbst. Jedem dasselbe und das eigene. So, H3N+. Und wir haben wieder dieses CH, da dran wieder das CH3, CH2 und noch einmal CH3. So, was ich jetzt damit meine, ich zeige euch auch jetzt noch einmal hier, was der Unterschied ist. Und zwar, na, kann man das sehen? Da, sehr gut. Und zwar habe ich das euch jetzt noch einmal markiert, ist das der Unterschied zwischen Valin und Isoleucin. Denn wir haben wieder ganz normal CH, H3C und das CH3, nur dass zwischen diesem CH3 und dem CH noch ein CH2 zwischengeschaltet ist. Das heißt, Isoleucin, finde ich, sieht Valin sogar viel, viel ähnlicher als dem Leucin selbst. Aber ja, wie ihr euch das besser merken könnt. Auf jeden Fall gehören für mich persönlich diese drei Aminosäuren in eine Gruppe. Und somit hätten wir dann die ersten 10 Aminosäuren gelernt. Und wenn euch die Struktur, wie ich das jetzt ungefähr gezeigt habe, zum Lernen euch gefallen hat, dann könnt ihr euch gerne das zweite Video dazu auch nochmal anschauen. Und da werde ich auf die nächsten 10 Aminosäuren, meine Güte, auf die nächsten 10 Aminosäuren eingehen. Und ja, bis dann.